So, willkommen zurück zum nächsten Part des Tutorials, wie man ein Spiel mit Unity 5 erstellen kann. Im letzten Part sind wir so weit gekommen, dass wir unseren Charakter gemacht haben, einen Collider für den Bereich, mit in dem wir interagieren können mit Objekten, den haben wir erstellt. Und heute wollen wir diesem Bereich eine Funktion geben. Im letzten Part hatte ich auch noch gezeigt, wie wir überprüfen können, ob man eine Taste drückt. Das wollen wir heute so verbinden, dass wir mit diesem Würfel hier interagieren können. Dann werden wir was einbauen, dass wir auch nur mit bestimmten Sachen interagieren können. Mit welchen, das können wir dann im Editor einstellen, sodass wir dann das Ganze ganz toll haben und möglichst wenig neu dazu programmieren müssen. Das nennt man übrigens Hardcoding. Wenn ich jetzt zum Beispiel in mein Script reinschreiben würde, genau diesen Würfel können wir aufheben und alles andere nicht. Softcoding ist, wenn ich reinschreibe, es ist eine beliebige, oder er erkennt halt irgendwie automatisch, welche Items wir aufsammeln können. Und das Ganze werden wir später über Tags machen, das werde ich aber gleich erklären, falls wir heute dazu kommen. Jedenfalls, wenn wir hier in unserer Szene sind und hier unseren Würfel haben, ich wähle mal den Spieler aus, damit wir hier unser Player Interact Script öffnen können. Ich habe hier das schon in MonoDevelop geöffnet. Hier, so sieht es bisher aus. Und wir haben ja das Ganze als Trigger eingestellt. Und da unser Spieler nur einen Trigger hat, das andere ist ein normaler Collider, können wir mit der Funktion onTriggerEnter überprüfen, ob wir uns jetzt in diesem Trigger befinden. Also machen wir Function, dann onTriggerEnter. Diese Funktion wird automatisch aufgerufen, sobald ein Trigger unseres Objektes einen Collider oder einen anderen Trigger eines anderen Objektes berührt. Dahinter dann Klammer auf, Klammer zu und dann in geschweiften Klammern das Ganze wieder schließen. Und hier ist gerade eine Fliege vor mir, die hier rumfliegt. Ich hasse das. So, und diese Funktion sollte jetzt aufgerufen werden, sobald wir unseren Würfel anschauen und in der Nähe davon sind. Um das mal zu testen, können wir hier jetzt mal print zum Beispiel high eingeben. Halt irgendwas, nur damit ich es zeigen kann. Und dann starte ich mal das Spiel. So. Und achtet wieder unten auf die Leiste. Ihr seht, hier kommt noch nichts. Aber bevor ich den Würfel berühre, also sobald unser Trigger da reinkommt, sehen wir unten links in der Leiste steht High. Also sehen wir, das hat funktioniert. Das Problem haben wir jetzt, dass wenn ich mal einen zweiten Würfel hinzufüge, GameObject, 3D-Object, Cube. So, sagen wir jetzt mal, dieser Würfel hier ist eine ganz normale Wand, die wir hinterher in unserem Spiel haben werden. Und dieser Würfel hier ist ein Item, was wir einsammeln wollen. Ich skaliere das mal überall irgendwie auf halbe Größe, damit das mehr so aussieht wie ein Pickup. So, sagen wir jetzt also, das hier ist das Item, was wir einsammeln wollen und das hier ist eine Wand. Beide Würfel haben einen Collider, wir brauchen auch einen, einer für die Wand, damit wir nicht durch die Wand laufen können, der andere, damit wir erkennen können, ob unser Trigger diesen Block hier berührt. Und das können wir jetzt, wie gesagt, mit den Tags verhindern. Und darum haben wir hier jetzt unseren Cube 1, das wird unsere Wand und unseren Cube. Den klicke ich hier oben mal auf Tag. Und hier haben wir jetzt schon ein paar Sachen vorgegeben. Ich möchte jetzt einen Pickup-Tag hinzufügen, womit wir halt sagen können, dieses Item kann aufgehoben werden. Später werden wir dann ein Inventarsystem programmieren, welches halt das Item, welches wir aufsammeln, irgendwie mit allen Daten, die da drin gespeichert werden, in unserem Inventar speichert. Mal gucken. Sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Jedenfalls klicken wir hier unten auf Add Tag. Und dann haben wir hier eine Liste mit Tags und wir sehen, die Liste ist leer. Darum klicke ich hier auf Plus und das nenne ich jetzt einfach mal Pickup. Ups, das ist egal. Man kann das nicht aussprechen. Also Pickup schreibe ich dahin und dann wähle ich unseren kleinen Cube aus und stelle jetzt den Tag auf Pickup, so dass wir hinterher in unserem Script überprüfen können, alles was den Tag Pickup hat, damit darf interagiert werden. Mit dem Rest darf nicht interagiert werden. Und später werden wir dann auch eine kleine Nachricht anzeigen lassen. Press E to pick up this item oder so. Keine Ahnung. So. Jedenfalls, wenn wir das haben, öffnen wir wieder MonoDevelop. Und jetzt können wir hier in die Klammern von unserem OnCollision Enter
ein Objekt definieren, eine Variable über ein Objekt, über ein Collision-Objekt, worüber hier wir halt den Tag herausfinden können und generell alles mit dem Objekt, mit welchem wir interagieren, machen können. Also mache ich mal Collision, das ist jetzt der Variablenname, dann Doppelpunkt, um den Typ festzulegen, und das ist Collision. So. Damit sollten wir jetzt in der Variable Collision den Collider von dem anderen Objekt gespeichert haben. Und darüber können wir jetzt den Tag herausfinden. Also wenn ich mal hier sage if Collision, normalerweise geht man dann übers Game Object, also Punkt Game Object und dann Punkt Tag. Und dann mit einem Doppelgleich können wir überprüfen, ob etwas so ist wie das, was wir dahinter schreiben. Also in unserem Fall schreiben wir dann hier in die Anführungszeichen Pickup. Das ist ein String, darum die Anführungszeichen. Sollte man eigentlich wissen. Dahinter dann geschweifte Klammern. So, da wieder zu. Und dann schreibe ich hier mal Ja rein. Und dann schreibe ich hier Else hin. Mach hier dasselbe nochmal. Und anstatt print ja, mache ich mal print nein. Und eigentlich müssten wir jetzt bei dem einen Würfel ja erhalten und bei dem anderen Würfel nein. Wir gucken erstmal, ob es funktioniert, dann kann ich das nochmal wiederholen. Wir sehen aber schon, wir haben einen Script-Error. Nämlich, this message parameter has to be type of collider. Habe ich doch eingegeben, oder? Oh, ich habe collision hingeschrieben. E-Collider. Collision Collider. So, dann gehen wir zurück in Unity. Jetzt dürfte der Fehler nicht mehr kommen. Genau, wir haben den Fehler nicht mehr. Wenn ich jetzt hier links zu der Wand gehe, dann sehen wir unten in der Leiste steht Nein. Wenn ich jetzt hier rechts zu dem Item gehe, dann sehen wir unten in der Leiste steht Ja. Und somit können wir halt jetzt immer überprüfen, ob wir auch mit dem richtigen Objekt interagieren möchten. Aktuell ist alles noch ziemlich weiß. Die Farben werden wir bald mal einstellen, dass nicht alles so ultra weiß ist. Das Problem ist nur, dann wird auch die Videodatei größer. Darum versuche ich das so weit wie möglich nach hinten zu schieben. Hoffentlich, bis ich schnelleres Internet habe. Und das dauert noch lange. Ja. Jedenfalls haben wir hier jetzt ja, nein stehen. Beziehungsweise nein, ja, nein, ja. Das Ganze wird aktuell einmal aktiviert, weil wir ja on trigger enter geschrieben haben. Wenn wir jetzt überprüfen wollen, ob eine Taste in dieser Zeit gedrückt wird, können wir das Ganze entweder hier oben über die Funktion Update machen. Dann haben wir nur das Problem, dass diese ja durchgehend aufgerufen wird und nicht nur solange unser Trigger irgendwas aktiviert. Ist hinterher, wenn wir irgendwie eine komplizierte Spielwelt haben, egal, weil unser Trigger da fast durchgehend irgendeine Wand berührt oder sowas. Es spart aber auf jeden Fall Performance, wenn wir das Ganze andersrum machen. Und zwar hier unten anstatt onTriggerEnter, onTriggerStay hinschreiben. Dann wird das halt so lange ausgeführt, wie wir in diesem Bereich sind. Also lösche ich mal hier oben die Function Update, speichere mal das Script ab. Bisher wird das hier ja alles einzeln nur hingeschrieben. Wenn ich mal hier bei Game Maximize und Play ausmache und das Spiel starte und ich komme jetzt hier dran, dann müsste das ganz oft geschrieben werden. Ihr seht jetzt, hier ist es schon bei 100. 100 mal Nein wurde da geschrieben. Okay, jetzt auch schon wieder 100 mal Ja. Also das wird so lange ausgeführt, wie wir da drin sind. Halt im Gegensatz zum Update-Event wird das Update-Event ja durchgehend ausgeführt. Und das halt jetzt nur, solange wir da drin sind. Genau. Das heißt, das passt jetzt auch. Das heißt, hier drin können wir jetzt eine Abfrage machen, ob wir eine Taste drücken. Dazu hatte unter dem letzten Video jemand kommentiert, wie man es machen könnte, dass wenn ich eine Taste nur kurz antippe, dass sich dann zum Beispiel irgendein Menü öffnet. Und wenn ich dann nochmal drauf tippe, dass sich das Menü wieder schließt. Das würde ich aber sagen, machen wir im nächsten Part. Ich würde erstmal sagen, dass wir das hier unten, was wir hier haben, mal ein bisschen verkürzen. Denn wir wollen ja nicht Ja und Nein in der Konsole stehen haben. Sondern wir wollen, falls der Tag nicht Pickup ist, das machen wir mit Ausrufezeichen gleich, dann soll hier unten gesagt werden Return. Das heißt, dass diese Funktion hier quasi abgebrochen wird. Wenn wir nichts hinter Return schreiben, wird keine Variable zurückgegeben. Daher wird unsere Funktion einfach nur abgebrochen, wenn wir Return schreiben, und allen Code, den wir jetzt hier hinschreiben, darunter, der wird halt nicht mehr ausgeführt, falls der Tag nicht Pickup ist.
Da unser Item verschwindet und hinterher halt in unserem Inventar landet, werde ich jetzt das mit dem Tippen in diesem Part noch nicht machen, aber das werden wir dann in einem späteren Part machen. Das sollte nicht so ein großes Problem werden. Genau, dann würde ich sagen, wär's das mit diesem Part wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ideen für die nächsten Parts könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.